Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute mit dem Review zu One Piece Kapitel 920. Let's go! Das Kapitel heißt Ich liebe Oden. Oder macht jetzt auf den Coverpages wieder weiter mit Fananfragen. Oden war wohl ein ziemlich wilder Charakter, der immer wieder in Schlägereien geriet und deshalb aus der Hauptstadt verbannt wurde. Oden ging nach Kuri, welches zu dem Zeitpunkt gesetzlos war, und legte sich dort mit den schlimmsten Kriminellen Ashura Doji an. Der Name Ashura wird doch wohl einen Sinn haben, weshalb Oda diesen Charakter denselben Namen gibt wie Zoros Schwertechnik. Waren Zoros Eltern Gesetzlose? Auch der Name Doji ist seltsam. Es gibt einen Oni in Japan, der heißt Shuten Doji. Dieser war der König der Onis. Jetzt haben wir einen Charakter mit dem Nachnamen Doji und uns wurde mit Shuten Maru schon ein Charakter mit dem Vornamen vorgestellt. Wieso teilt Oda den Namen des Oni-Königs in zwei Charaktere? Haben die miteinander eine Verbindung? Nachdem Oden Ashura Doji besiegte, machte er aus Kuri ein wunderschönes Dorf, wo sich alle gegenseitig halfen. Odens Lieblingsspruch war: Es ist zu eng hier. Ich frage mich, was dieser Satz für eine Bedeutung haben soll. Vielleicht lag es einfach an seiner massiven Statur. Wer weiß. Zoro verirrt sich mal wieder und wir kriegen endlich wieder Inuarashi zu sehen, zusammen mit seinen Musketieren. Inuarashi erinnert sich dran, wie Neko und er in Wano strandeten und alle Leute Angst vor ihn hatten, nur Oden nicht. Muss ich schon zugeben, Chibi Nekomamushi und Chibi Inuarashi sehen fucking süß aus. Kinemon erzählt Odens Geschichte. Viel kriegen wir aber nicht mit, aber anhand der Gesichtsausdrücke der Strohhutbande kann man zumindest sehen, wie tragisch diese Geschichte ist. Die Strohhüte lachen, sie sind verwundert, sind ärgerlich, weinen und sind erschrocken. Odens Geschichte war wohl eine großartige. Alles, was wir erfahren, ist, dass Whitebeard angetan war von Oden, und ich meine jetzt nicht im homoerotischen Sinne, sondern im respektvollen Sinne. Und Roger war sogar von Oden gefesselt. Kinemon erzählt, wie er, Kanjuro, Raizo, Nekomamushi und Inuarashi vor 20 Jahren versucht hatten, das Schloss von Oden zu erreichen. Sie ließen Oden alleine am Exekutionsstand, um zum Schloss von Oden zu kommen, um Toki, Kuzuki, Momonosuke und Hiyori, Momos Schwester, zu retten. Auf dem Weg zum Schloss kamen Nekomamushi und Inuarashi in eine Diskussion. Vermutlich darüber, ob es gut war, Oden einfach hinrichten zu lassen, ohne was zu unternehmen oder nicht. Damit ist auch geklärt, warum diese zwei sich für so lange Zeit gehasst haben. Neko und Inu wurden von Orochis Leuten gefangen. Hier frage ich mich nun, wie konnten diese zwei entkommen? Als sie das Schloss erreichten, stand es bereits in Flammen. Kaido und seine drei Desaster haben den Plan durchschaut. Wir sehen fünf Charaktere. Kinemon, Kanjuro, Raizo und zwei unbekannte Verbündete. In dem Panel sehen wir auch die drei Desaster. Etwas unerwartet, wir sehen Jack an der linken Seite, wir sehen rechts noch einen glatzköpfigen Riesen und in der Mitte sehen wir nochmal einen Riesen, der wohl eine Rüstung anhat. Das Interessante an der Sache, der Riese in der Mitte hat einen Helm, der genauso aussieht wie der Helm von Pika aus Doflamingos Bande. Seltsam, sind wir mal gespannt, ob hier eine Verbindung liegt. Was mich sehr überrascht ist, dass alle drei Desaster wohl Riesen sind und keine davon wirkte jetzt in irgendeiner Form weiblich, um Queen darzustellen. Hätte ich nicht erwartet, ich hätte gedacht, Jack wäre der Riese, Queen eine Frau und King ein normal menschengroßer Charakter. Wobei es natürlich passt, wenn beim Riesen Kaido auch seine drei Hauptmannschaftsmitglieder Riesen sind. Aber dennoch finde ich es sehr seltsam. Aber Storyplot, vielleicht lässt sich das Ganze ja auch erklären, dass es die Queen hier so eine Transe ist. Eine Riesentranse. Wobei das jetzt nicht wirklich in Kaidos Band passen würde, aber ne. Die Wege des Oda sind unergründlich. Kinemon und Co. kommen bei Lady Toki, Momonosuke und Hiyori an. Es gab wohl in Wano schon lange die Gerüchte, dass Lady Toki aus der Vergangenheit stammt. Toki sagt auch, dass Reisen in die Vergangenheit unmöglich sind, aber in die Zukunft nicht. Das finde ich von Oda sehr gut gelöst, dass er dies gleich klarstellt. Somit dürften alle Diskussionen bezüglich des großen Hates, den die Zeitreisethematik in One Piece abbekommen hat, verstummen. Lady Toki besitzt die Zeitkraft. Es ist bestätigt.
Auch hier wieder etwas Interessantes. In einem Panel sehen wir Raizo, Kinemon und Kanjuro knien vor Lady Toki, Hiyori und Momonosuke. Aber ganz rechts kniet noch eine unbekannte Person mit einem großen Strohhut, denjenigen, den wir schon in dem Panel zuvor gesehen haben. Diesen selben Strohhut haben wir schon mal gesehen. Und zwar in dieser geheimnisvollen Coverpage, wo Krokus mit einem fremden Sake trinkt. Sie werden in die Zukunft geschickt, ab komischerweise nur Raizo, Kanjuro, Kinemon und der unbekannte Samurai mit den langen Haaren, der vermutlich Okiku ist, und natürlich Momonosuke. Aber weder Hiyori noch der Unbekannte mit dem Hut sind zu sehen. Ist Tokis Kraft vielleicht beschränkt? Kann sie nur eine bestimmte Anzahl an Personen in die Zukunft schicken? Wieso dann aber nicht Hiyori? Mit ihr hat sie wohl einen anderen Plan. Vielleicht übernimmt Hiyori die Teufelsfrucht ihrer Mutter. Wir wissen es nicht. Was wir vermuten können ist, dass der Unbekannte mit dem Hut sich Hiyori angenommen hat und von Wano Kuni geflüchtet ist. Doch wieso war Hiyori nicht auf der Coverpage mit Krokus? Naja, ein Problem, was ich habe, ist, dass in dem einen Panel der Typ mit dem Hut nicht größer als Raizo ist. Und der Typ auf der Coverpage sieht mir bedeutend größer aus. Seltsam. Die Strohhüte, die Hard Pirates, die Minx und die Verbündeten in Wano sind nun die gesamte Streitmacht gegen Kaido. Der Plan ist nicht ein Krieg, sie wollen erstmal Informationen sammeln und Kaidos Kommandanten erledigen. Sie wollen Kaidos Insel, auf der er sich befindet, Onigashima, entern. Sehr, sehr spannendes Kapitel. Endlich nimmt es richtig Fahrt auf und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber wo zur Hölle ist Hiyori? Und hier mal ein kleiner Vorschlag. Oh, der Hate wird gleich kommen in den Kommentaren. Hiyori ist Tashigi. Würde ihr Verlangen nach Schwertern erklären? Der Samurai brachte sie weg von Wano Kuni. Und wo war sie sicherer als letzten Endes bei der Marine? Oder er gab sie zur Pflege und sie wurde von selbst ein Marinesoldat. Und könnte es möglich sein, dass Zoro mit einem Jahr aus Wano Kuni flüchten musste? Wir haben ja diese Geschichte mit Ashura Doji. Wir wissen es nicht, lassen wir uns überraschen. Problem bei dieser Tashigi-Sache ist halt natürlich, es lässt sich nicht erklären, warum sie sich daran dann nicht mehr erinnern kann. Ich meine, es kann viele, viele verschiedene Ursachen haben. Sie könnte wie Son Goku mal auf den Kopf gefallen sein und sich deswegen nicht mehr erinnern. Oder sie kann sich erinnern, sie weiß, dass sie Hiyori ist und spielt ein Spielchen. Das würde Tashigi nochmal eine ganz andere Tiefe geben. Naja. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare und auch wie euch das Kapitel natürlich gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat hingegen, vergesst den Like nicht. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, haut auf den Abo-Button. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Shut your mouth!